Also nochmal, warum hast du aufgehört? Und früher war auch alles schwieriger. Das hat es doch, glaube ich, auch interessanter gemacht, ja. Also ich habe jetzt mittlerweile vierstellig ausgegeben für dieses Spiel. Oh mein Gott, ich liebe ihn, oder? Das kann ja noch dieses Jahr rauskommen. Jetzt nur deine Kinder müssen aus dem Haus. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hongi mit am Start. Tati und Bagisch, die gehen gerade diskutieren. Ja? Ja. Wir kriegen ordentliche, saftige Videos. Ohne Nico. Gell, Nico, wo bist denn du? Richtig leidend. Auf jeden Fall. Wir haben vor ein paar Pokémon Go-Spieler getroffen. Pogo wird immer noch aktiv gespielt nach 4 Jahren. Aber es gibt auch andere Go-Spiele, falls ihr das wusstet. Ja. Zum Beispiel Harry Potter. Ja, genau, Harry Potter. Wusstest ja. du? Oh, Alter, ja, kein Interesse. Von deinem Channel. Doch, Interesse schon, aber alleine spielen ist halt dann auch wieder ein bisschen madig. Das Go ist das Geile, man trifft sich draußen. Weißt du nicht mehr, wir Baustelle um den Zaun drum. Wieso hast du dann mit Pokémon Go aufgehört? Weißt du, was damals war? Ich habe ein Video gesehen, Alter, entweder bist du Konsument oder Produzent. Und damals waren wir auch viel am Konsumieren und so. Pogo, Internet aufladen, dies, das. Aber es hat nicht wirklich was gebracht. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ich weiß, was er meint. Da waren wir im Ostbahnhof. Ich wusste, hey, ich bin ganze Zeit am Konsumieren. Ich gebe ganze Zeit. Ja, ja. Das, aber das hat sich ja. Was hast du ausgegeben? Du warst doch free to play. Aber das hat. Aber Internet? Weißt du, ach so, ja, weißt du, wie das jetzt. Wie schlimmer. Also, was heißt schlimmer? Weißt du, wie sich das verändert hat? Weißt du, was Leute jetzt alles ausgeben haben? Das ist brutal. Jedes Event wird reingecashed. Das ist brutal. Ja. Neu aufgeladen. Reingecashed. Ja. Alle ein Raid. Was kostet ein Raid ungefähr, wenn man umrechnet? 70 Cent. Ja. 60 Cent. Ein Raid 70 Cent, Mann. Und ja, du kriegst halt am Tag nur einen Raid Pass umsonst. Ja. Mhm. Das musst du kaufen. Ja. Und das mit Ding ist auch nicht mehr so krass mit diesem ganzen Arena-System und so. Früher war es zu heftig, ja, aber jetzt gar nichts mehr. Weißt? Das wird gerade reingecashed ohne Ende. Also nochmal, warum hast du aufgehört? Ja, ich habe irgendwann gecheckt, hey, es bringt mich nicht so wirklich weiter. Es befriedigt mich auch nicht mehr so krass, wie früher das war. Aber ich wusste noch nicht genau, wo ich hin will, deswegen war es auch so ein bisschen komisch. Weißt du, was ich meine? Ja, du warst halt ein bisschen lost, so selbstfindungsmäßig. Genau, es war echt. Also, aber jetzt nicht wegen dem Spiel. Das ist nicht so. Das bist du dein ganzes Leben. Jetzt wegen dem Spielen. Aber jetzt nicht, weil irgendwie das Spiel schlechter war oder so. Oder nicht mehr gestoppt, sondern einfach persönlich. Ja, genau. Ich wusste, hey, da steckt noch viel mehr auf der Welt. So ungefähr. Man kann es natürlich noch nebenbei zocken, aber es ist auch ein bisschen Spaß war weg. Nein, man kann es echt nicht nebenbei zocken, Mann. Ganz ehrlich, Pokémon Go ist kein Spiel, was man nebenbei zocken kann. Das geht nicht. Ist echt so. Ja. Habe ich versucht, ja. Ging nicht. Ja. Ich habe es auch komplett aufgehört. Mhm. Ja. Nebenbei kannst du zocken, Konsolenspiele oder Switch oder was, das ist nebenbei. Aber ein Go-Spiel musst du dranbleiben. Ja. Also eigentlich. Das ist meine Meinung. Ja. Du musst immer was machen. Das ist Teil deines Lebens, das konsumiert dein Leben. Du musst immer was machen. Du musst immer was machen. Die kommen, oder Niantic hat ja dann hat Gas gegeben. Die haben ja so viele Sachen. Ihr tägliches Test und Test und Test und Test. Du musst jeden Tag raus, ja? Jeden Tag. Aber das irgendwann geht's auch nicht mehr. Dann hast du auch keinen Bock mehr. Und dann denkst du dir, heute kann ich nicht spielen, ja? Ich muss zum Beispiel arbeiten oder keine Ahnung, ja? Dann verpasst du irgendwas, weißt du? Und dann war bei mir so. Ja, verstehe ich, ja. Und deswegen. Nee. Leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Leider, aber ist schon ein geiles Spiel. Ja, ja, also ich habe. Es war das erste. Krasse Erinnerung, krasse Momente. Ja, aber es war auch das erste Go-Spiel, was wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ja. Ich habe Leute in Anzügen gesehen mit Aktenkoffer in der Tasche. Alter. Am Anfang war es halt endgeil, da war so wenig gespawnt, Nebulak im Gebüsch und so. Man hat diese VR-Kamera angemacht. Ich war halt voll fasziniert. Ich war doch der Erste, der krass viel gespielt hat, Pokémon. Ja. Das war schon. Ja, ja. Hat schon Spaß gemacht. Ja. War nachts im Regen alleine alle Arena gemacht und so. Yeah. War schon geil, ja. Das Film ist. Und das Feeling ist irgendwie weg. Ja. Ja. Jetzt ist irgendwie nur noch Zwang dran. Und früher war auch alles schwieriger. Das hat es auch, glaube ich, auch interessanter gemacht, ja. Das Spiel, weißt du, das war schwer an die Pokémon zu kommen. Da musst du so Bonbons sammeln, da musst du das Ding. Und heutzutage, man, das ist ja relativ einfach. Events, Raids. Forschungs-Blablabla und, das ist... Ja, man kriegt mehr Belohnungen und so, gell? Damit die Spieler da bleiben und so. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Und auf was willst du genau hinaus? Nee. Einfach nur so quatschen. Ist jetzt 4 Jahre alt, das Spiel. Mhm. Letzte Woche war Jubiläum. Aber kennt man so die Zahlen? Also von damals zu jetzt so? Viel weniger ganz... Aktivität und so, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dieses Jahr war das erfolgreichste, was Einnahmen und so anbetrifft. Dieses Jahr? Ja. Okay, das hat er wahrscheinlich auch mit der Ding. Ja,
Mit den Veränderungen, ja, aber es wird ja noch besser bis zum Jahresende. Da wird dieses Jahr mit Abstand das Beste. Okay. Wahrscheinlich, oder? Ja, was heißt Beste? Die verdienen halt am meisten, aber ob es dann wirklich ja, das gut, Beste für die Anfang, Spieler ist? Aber am Anfang, Spieler, ja. Aber in den ersten Jahren konntest du ja nicht viel Geld ausgeben, ganz ehrlich. Ja, halt Boom-Maschinen und so. Jetzt kannst du erst halt mit den Raids ging es halt so. Ja, jetzt kannst du halt Geld ausgeben, wenn die jetzt sagen, hier ein Wochenende kommt, was für sich, welches Pokémon, dann flippen die alle aus, Mann. Dann machen sie Touren und. Das ist brutal. Was da teilweise ausgegeben wird, ist schon heftig. Mhm. Ja, früher war das ja nicht so. Was hast du für früher Geld ausgegeben? Nur du damals. Ja, ja. Das war schon, er war einer der Ersten, der hat einfach reingecashed, aber ja, mittlerweile, wer macht's nicht? Er war halt Trendsetter. Das meine ich. Entweder, wenn ich spiele, sucht ich halt hart eigentlich rein. Ja. Da habe ich mal gesehen, er macht einfach mal dort an, dort hat er Inkubator, alle neun laufen, ich habe nur den einen. Warte. Da dachte ich mir, Alter, gehe ich entweder... Nochmal. Das ja. War nicht auf Kamera, weil wir haben... Ja, weil die durchgelaufen ist. Ich bin immer so viel Free-to-Play wie möglich. Ja, ich ja. Laufe mir manchmal 10 Euro irgendwas. Ich war auch ernst lange Free-to-Play. Ja. Richtig lange. Dann siehst du halt Tati, seine neuen Inkubatoren laufen alle. Er blüht ja. Die ganze Zeit aus. Aber das Krasse ist, fast jeder macht das jetzt so. Das, früher war das eine Ausnahme, jetzt ist es normal geworden. Ja, viele hauptsächlich halt so eine Masse oder wie. Ja. Nein, ja. Ist halt selbstverständlich geworden, dass man da reincasht und auflädt und... Maschinen und Raids kauft und ja, sowas. Ich war mir halt damals, ich war damals der Meinung, dass halt die krassen Sachen aus den Eiern kommt, oder? Ja. Ja. Weißt? Ja. Wo soll ich denn Tartinis jagen, oder? Zum Beispiel. Ja, es war halt krass verlockend, ich verstehe das, glaub mir. Weißt du, ich will halt nicht arbeiten gehen, morgens aufstehen, damit ich mir etwas digital kaufen kann, was sowieso unendlich vermehrbar ist. Ja, aber das ist doch ein Spiel, das ist doch ein Hobby, Mann, weißt du? Ja. Ganz ehrlich. Ich bin nicht so jemand, der krass casht. Ja, okay, krass war das jetzt auch nicht. Ich hab das halt war eins krass. Das war gar nichts, Mann. Mittlerweile. Ja, mittlerweile. Du wissen, was ich gecashed habe? Vor zwei Jahren was schon. Du hast sogar manchmal, wie heißen die Stops angemacht? Lokmodule. Ja, genau. Das ist jetzt echt nichts. Jeder schmeißt aber die einfach damals weg. Ja, damals natürlich. Damals. Hallo? Also ich habe jetzt mittlerweile vierstellig ausgegeben für dieses Spiel. So? Ja. Da bin ich ja schon lange nicht dort, Mann. Ja. Okay, aber er hat auch viel mehr gemacht als ich. Ja. Am Anfang, wie gesagt, habe ich mir gedacht, der Junge, wo soll nee, ich verstehe es doch. Wo soll das denn herkommen? Voll verlockend. Ich mache ein Ei auf, du machst neun Eier auf. Alter. Ja, wie sieht ja, ja, das ist geil. Alter, Mann, 10 Kilometer Ei, Mann. Damals waren die 10er Edskurs. Ja. Wie willst du denn ein 10 Kilometer Ei mit einem Inkubator? Da brauchst du ja den ganzen Tag für ein Ei, oder? Ja. Das denkst du dir auch so, das ist super. Ja, machst du gleich neun, hast du halt deine Ruhe. Ich verstehe das, ich verurteile keinen. Wenn du deinen Spaß hast, ist alles gut. Aber irgendwann ist halt irgendwie ausgeartet, jeder so, jedes Event, jeder so reingecashed. Ja, das ist komplett ausgeartet. Nein, das ist echt brutal, was Leute die Geld noch verfolgen. Nein, das ist passiert. Oh mein Gott, hast du gefurzt? Ich schwöre, ich habe echt nicht gefurzt. Ja, okay. Ja. Warum warst du? Oder? Ich weiß nicht. Okay, ich würde zugeben, wer zu melden. Ich würde zugeben. Oh mein Gott, hier steht echt da Paul Eiern, Mann. Ja. Was ist das? Vielleicht war das nicht was vorbeigelaufen ist, oder? Okay, das war vor zwei Minuten. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht mal. Es war bestimmt einer am Ende vom Tunnel und das kommt jetzt hier durch. Ja, aber durch. Auf jeden Fall, ja, eure Meinung, Abschluss zu Pogo. Pogo, geiles Spiel, wirklich geiles Spiel. Das erste Go-Spiel überhaupt, man eingeschlagen. Leute spielen immer noch faszinierend, wirklich. Nach vier Jahren, das ist immer noch relativ gut besucht. Ja, absolut, ja, aber leider nicht. Aber kein anderes Go-Spiel jemals irgendwie annähernd erfolgreich gewesen. Genau. Pokémon ist halt echt so im Herzen, so bei den meisten Menschen von der Generation. Das ist Kindheitsserie, sag ich mal, oder Spiel. Schlechthin, ja. Und das Allerbeste ist halt, man ist nicht immer zu Hause vom Laptop, sondern man geht auch mal raus und trifft sich. Das ist halt wirklich das Krasseste. Mann. So viele Menschen, die ich kennengelernt habe, so viele Orte, die ich gesehen habe. Genau. Es verbindet viele gute Dinge so in einem. Deswegen war es ja auch absoluter Erfolg, ohne Scheiß, wirklich. Ja. Und ich hoffe, dass es halt vielleicht auch andere gute Go-Spieler rauskommen, die mich mehr interessieren würden. Zum Beispiel? Moment, das schauen wir uns gleich an. Tsubasa, oder was? Es gibt zwei, wo ich sage, die würden mich interessieren. Mal oh mein Gott, ich liebe ihn, oder? Ich liebe ihn, Mann. Wobei ich aber nie, ich kann nicht verstehen, wie das ein Go-Spieler genau. Wie soll das funktionieren? Aber die Werbung ist endgeil gemacht. Die ist richtig geil gemacht. Wie sagt hier, oder? Da kommt Huber, Mann. Oh mein Gott. Der ist so geil. Die Musik auch, Mann. Das sind für mich auch Kindheitserinnerungen ohne Ende. Ich weiß noch genau, wie mein Vater sagte, als mir mal das angeschaut hat, die laufen ja Kilometer. Die laufen und laufen, kommen nicht ans Tor.
Oh mein Gott. Wie soll das Gameplay technisch gehen, gell? Meinst du? Ja, als Go-Spiel, ja. Also, ja, wenn's. Aber ist es doch nicht als Go-Spiel noch jetzt. Oder? So. Ist da, ja. Sagen wir, es ist ein Go-Spiel. Oder soll eins werden? Ja. Oder dass man die Tricks nachmachen muss oder so, wäre schon wie krass. Wie denn? Was denn? Mit dem Ball und dann erkennt der Algorithmus von der Kamera, hey, geschafft oder okay, so. Was geil. Ist doch endgeil. Kannst du die Kamera oder du musst wie die Zwillinge auf, wo der ja, eine dann läuft der eine hoch. Ja, komm, Junge. Nee, Mann. Also es wäre eine... Ja, da ist auch so stadionmäßig. Da sieht man doch das. Das sieht... Die Werbung sieht halt original aus wie eine Pogo-Werbung. Ja, ja. Auch von der, wie es gedreht ist, von der Farbe und so, vom Ort, von der Location, von den Einblendungen. Wie heißt die Firma von denen? Wie ist die Firma? Ich glaube nicht Niantic. Aber die Werbung sieht aus wie eine Pogo-Werbung. Mhm. Captain Tsubasa Go 2020. Oh, 2020? Ja, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Es kann ja noch dieses Jahr rauskommen. Sind jetzt Quartal 3, Q3 sind wir. Ja, aber es ist aber dann schon echt, echt komisch, weil jetzt 25. August kommt da jetzt das zu Bahn. Ja, vielleicht zeitgleich. Bisschen Cross-Promotion. Ja. Und ich muss sagen, die haben lange kein Tsubasa-Spiel gebracht. Also und jetzt zwei auf einmal? Und jetzt auf einmal wollen sie raushauen, oder? Das wird zu heftig. Oh mein Gott. Ich habe schon mit Dimi geredet. Dimi, ich hoffe, alles ist cool zwischen uns. Bitte lass mich, ruf mich auch zu Tsubasa und so. Ich habe eins verpasst. Safe nicht. Safe nicht, Mann. Vergiss Dimi. Auf jeden Fall, das war's von uns heute. Check gerne Tsubasa Go auf eure Meinung dazu. Ansonsten, Pogo war eine geile Zeit, 4 Jahre, aber Leben muss weitergehen. Ich habe die krassesten Erinnerungen gemacht, die man machen kann. Alles, das meiste, zum Glück auf dem Kanal, als Erinnerung verewigt. Kann ich mir immer wieder anschauen in 10 Jahren oder sowas. War eine geile Zeit, Leute, aber momentan kein Pogo für mich. Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt die Videos ab, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Aktiviert die Glocke. Das war's von uns.